Grüezi miteinander, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung hier vor leerem Saal, aber vollem Internet zu sprechen, und zwar zum Thema Entwicklungshilfe mit bewegten Bildern, der wichtige Beitrag von drei Berner Filmern. Ich werde Ihnen in Bälde verraten, um welche drei Berner es sich handelt. Ich werde aber beginnen mit einem kurzen Überblick über das Thema Entwicklungszusammenarbeit. Und zwar beginnen wir in den 1960er Jahren, da wurde eigentlich die Entwicklungszusammenarbeit erfunden, noch unter dem Thema oder dem Namen Entwicklungshilfe. Es gab zu Beginn des Jahrzehnts sehr große Hoffnungen und eine eigentliche Euphorie, dass nun vor allem in Afrika mit den neuen Ländern, die Ende 50er, Anfang 60er Jahre entstanden sind, dass mit schnellen Modernisierungsschritten durch Transfer von Geld und Wissen hier massive Entwicklungsfortschritte geschehen können. Es hat sich dann ziemlich schnell als eine Illusion erwiesen, dass das so schnell geht, wie viele Leute erwartet hatten. So gab es dann Mitte der 60er Jahre eigentlich eine steigende Skepsis, insbesondere an der Wirksamkeit der Maßnahmen, was wiederum zur Folge hatte, dass dann die Akteure sich überlegen mussten, wie sie sensibilisieren, wie sie informieren zum Thema Entwicklungszusammenarbeit. In den 70er Jahren gab es dann eine neue Entwicklung, und zwar war die geprägt durch die sogenannte Dritte Weltsolidarität. Der Begriff der Dritte Welt wurde erfunden und sehr breit gebraucht. Heute ist dafür, hat eigentlich der Ersatzbegriff heute ist globaler Süden, man hört aber natürlich immer noch sehr häufig Dritte Welt. Es ging darum, die globale Ungleichheit zu thematisieren, die Ungleichheit zwischen den Metropolen des Nordens, vor allem des Westens und der Peripherie des Südens und auch dagegen anzukämpfen. Also das wurde auch als eine Aufgabe von einigen der Akteure der westlichen Entwicklungszusammenarbeit wahrgenommen. Nun komme ich zu diesen Akteuren und auch zur Frage der Sensibilisierung. Es gibt und gab internationale Akteure, vor allem die UNO und ihre verschiedenen Agenturen, die sich mit dem Thema Entwicklungszusammenarbeit auseinandersetzte, die multilaterale Lösungen entwickelte und auch einzelstaatliche Akteure mit einbezogen. Dann gab es und gibt es staatliche Akteure in der Schweiz, war das früher die DFTZ, heute die DEZA. Es gibt die kirchlichen Akteure, insbesondere die großen Hilfswerke HEX und Caritas und ihre Schwesterorganisationen, damals Brot für Brüder und Fastenopfer. Und dann einige weltliche auch, wovon in der Schweiz Sie sicher Helvetas kennen oder SwissAid. In meinem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass Filme als Medien immer wichtiger wurden, um zu sensibilisieren. Sie wurden eigentlich ein Sensibilisierungsinstrument, das auf verschiedenen Ebenen eingesetzt wurde, zum Teil im Kino, aber viel mehr an Informationsveranstaltungen in Gemeindehäusern, in Kirchen, in Schulen, waren Filme, die man ausleihen konnte und die häufig über sehr viele Jahre im Verleih blieben und so durch sehr viele Menschen gesehen wurden, häufig durch viel mehr Leute als im Kino hätten sein können. Nun komme ich zu diesen drei Bernern. Der erste ist René Gardi, den kennen sicher die meisten. Der zweite, Ulrich Schweitzer, den werden die wenigsten kennen. Und der dritte ist wiederum ein bekanntes Gesicht. Heute sieht er ein bisschen anders aus. Das ist Peter von Gunten in einer Aufnahme von 1973. Ich beginne gleich mit René Gardi und ich betone, dass ich hier auf die entwicklungsspezifischen Zusammenhänge eingehe und den Rest seiner Vita und seines Schaffens mehr oder weniger weglasse. Gardi war ab 1945 selbstständiger Reiseschriftsteller mit Schwerpunkt Afrika. Er machte 1948 seine erste Afrika-Reise bis zum Ende seines Lebens mehr als 30. Er war sehr bekannt im deutschsprachigen Raum, also nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland, war er mehrfach auf Vortragstour. Er war ein ausgezeichneter multimedialer Verwerter.
Er produzierte Bücher mit Texten und Fotos. Er hielt sehr viele Vorträge. Er brauchte dort Dias und auch selbst gedrehte Filme. Er war sehr präsent im Fernsehen und im Radio. Im Fernsehen hatte er eine eigene Sendung, René Gardi erzählt, zum ersten Mal 1958 ausgestrahlt, wirklich in der Pionierzeit des Fernsehens. Zum letzten Mal, die letzten Spuren 1985, schon als alter Mann, hat er nochmal auftreten dürfen und über seine Afrika-Faszination erzählen. Und dann natürlich, das ist das Thema heute, auch Filme, die er zusammen mit anderen Filmemachern oder Kameramännern vor allem realisiert hatte, weil auf dem professionellen Niveau oder für das professionelle Niveau reichten sein Wissen nicht aus. Und schließlich erwähnen möchte ich das natürlich, dass er ein EZA, das ist Entwicklungszusammenarbeitsakteur, Anfang der 1960er Jahre war. Er war gefragt eben als Afrika-Experte, als einer, der die Bevölkerung sensibilisieren kann für das Thema Entwicklungszusammenarbeit. Beginnen möchte ich aber nun mit einem Filmausschnitt aus dem Film Mandara von 1959. Das ist Gardis bekanntester Film, der per se mit Entwicklungszusammenarbeit überhaupt nichts zu tun hat. Dieser Film porträtiert das Dorfleben einer Gruppe Menschen in den Mandara-Bergen Nordkameruns. Im Zentrum der Filmhandlung steht der eisenproduzierende Schmied, der gleichzeitig medizinische und kultische Funktionen innehat. Gleich zu Beginn des Films wird in seine von Geistern beherrschte Vorstellungswelt eingeführt und diese Welt ist in einer scheinbar heilen von äußeren, sprich weltlichen Konsumwelten unberührten Gegend. Sehen und hören Sie nun selbst. Ein schwarzer Schmied wirft mit Steinen nach unsichtbaren Affen und Panthern und erfüllt die Trümmerberge mit seinen Zaubersprüchen, mit denen er die Plagegeister zu bannen versucht. In diesem abgelegenen Tal, in einem schwarzen Arkadien, ist die Zeit stillgestanden. Es ist die Landschaft von Satala inmitten der Mandara-Berge Nordkameruns. In diesem Tale, 7x7 Tage hinter den 7 Bergen, gedeiht die Freiheit. Man spürt den Odem der Schöpfung und die urweltliche Landschaft verändert auf geheimnisvolle Weise deine Seele. Nun mache ich einen Sprung, aber bleibe beim selben Film, weil Gardi hier schon, wie auch gegen Ende dieses Films, etwas thematisiert, was ihn immer wieder bewegt hat und was man dann eben später bei den expliziten Entwicklungsfilmen auch noch sieht. Und zwar geht es hier um den potenziell schlechten und gefährlichen Einfluss der westlichen Konsumkultur. So stoßen auf den Marktplätzen zwei ganz verschiedene Kulturen zusammen. Die armen Matakam werden in Versuchung geführt und es entstehen ganz neue Bedürfnisse, die früher unbekannt waren. Es entstehen Begehrlichkeiten, die sich nicht erfüllen lassen, weil das Bargeld fehlt. Unweigerliche Folgen sind Unzufriedenheit und Minderwertigkeitsgefühle. Dieses Thema hat Gardi Zeit seines Lebens, seines publizistischen Lebens verfolgt. Die Sehnsucht nach einer scheinbar heilen, unberührten Welt mit Kulturen aus vorzeitlichen Zeiten, Steinzeit, Mittelalter fällt immer wieder und die eben bedroht ist durch die westliche, vor allem die westliche Konsumkultur, vor allem durch Plastik. Wie gesagt, wurde Gardi dann angefragt von verschiedenen Seiten. Ich zeige Ihnen nun ein Beispiel eines Films, der heißt Nulles Ode von 1964. Gardi wurde da vom Hilfswerk HEX angefragt, einen Film über eine Schule im Kongo, genauer in der Stadt Matadi, zu drehen. Dieser Film hat 2 Teile und im ersten Teil konzentriert sich die Filmerzählung auf die kulturellen Unterschiede zwischen Stadt und Land, mit denen die Schüler konfrontiert wurden, wenn sie von ihren Familien fort in die Stadt reisten. Und im zweiten Teil steht dann die Schulsituation selber im Zentrum. Mich interessiert jetzt aber die Erzählung des ersten Teils. Ich zeige Ihnen nun einen Ausschnitt aus diesem ersten Teil. Und wie schon bei Mandara spielt hier der Unterschied zwischen Stadt und Land eine große Rolle. Sie werden gleich sehen, weshalb und wie. Auf den Märkten
finden die 150.000 Bewohner Matadis alles, was sie brauchen, falls sie es bezahlen können. Maniok und Mais, Karotten und Bananen, Brot und getrocknete Fische, Tomaten und Kartoffeln. Man lebt in einem wohlorganisierten Gemeindewesen, das ordentlich funktioniert. Die Hauptstraßen sind sauber, der elektrische Strom setzt selten aus und das Trinkwasser fließt in den vielen Brunnen reichlich und gut. Und doch ist das Leben für die Schüler vom Lande nicht leicht. Sie wohnen bei irgendwelchen Verwandten oder Freunden der Eltern aus dem gleichen Dorfe, manchmal aber auch ganz allein. Im Dorfe wurden sie von der ganzen Sippe erzogen. Hier kümmert man sich kaum um sie. Zu Hause sind sie noch ganz dem Traditionellen verhaftet. In der großen Stadt aber, wo die festen Formen und alle Tabus aufgelöst sind, werden die jungen Leute in ihren Entscheidungen unsicher. Sie leben zwischen zwei Welten und sind in der Stadt allerlei Verführungen und Versuchungen ausgesetzt. Sie sehen hier diese Konfrontation zwischen Stadt und Land. Die Schüler, die Sie hier zum Schluss sehen, die werden nachher oder in anderen Umständen noch genauer porträtiert, aber es geht mir hier darum zu zeigen, wie Gardi eben sozusagen die Schule als eine gute Sache zwar schon thematisiert, darum geht es ja auch in diesem Film, aber gleichzeitig sieht er die Traditionen dieser Schülerinnen und Schüler bedroht, indem sie in die Stadt kommen und dort vor allem durch importiertes Konsumverhalten und durch die Unterhaltungsindustrie korrumpiert werden. Das zeigt eigentlich den Zwiespalt, in dem Gardi auch Anfang der 60er Jahre war, wenn es um Entwicklung ging, nämlich nicht recht zu wissen, was dann möglich und gut ist, weil immer der Verlust einer Tradition droht, sobald eben westliche Akteure ins Spiel kommen. Ich gehe nun weiter und zwar zum zweiten, viel weniger bekannten Berner Filmemacher, der etwas mit der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit zu tun hat. Er heißt Ulrich Schweizer, ist 1941 geboren und gehört zu den Unbekannten der Schweizer Filmgeschichte. Er ist gelernter Fotograf, er war dann Kameramann und hat sein Handwerk unter anderem bei René Gardi gelernt oder mit René Gardi gelernt. Er war der Kameramann des Films, den wir gerade gesehen haben, und hat mit Gardi auch andere Produktionen, auch größere Produktionen gemacht. Anschließend, Ende 60er Jahre, von 1968 bis 1977, war er Filmemacher für die Kooperation evangelischer Kirchen und Missionen. Die KEM hat in deren Auftrag einige Filme realisiert und er trug eigentlich dazu bei, dass Missionen im Feld, also das heißt in Asien oder in Afrika, wo er seine Filme machte, ein neues Gesicht bekamen, das nicht nur sich auf Bekehrung konzentriert und allein stützt, sondern die Hilfe für die lokale Bevölkerung ins Zentrum stellte. Deshalb auch dieser ganz klare Bezug zur Entwicklungszusammenarbeit. Was Sie jetzt allerdings sehen, ist sein erster Entwicklungshilfefilm von 1963, einen Ausschnitt darauf, den er gedreht hatte, als er mit Gardi zusammen in Dahomey, dem heutigen Benin, unterwegs war. Und zwar war das eine Auftragsarbeit des VSK, des heutigen COOPS, also Verband Schweizerischer Konsumvereine. Der VSK hatte damals ein großes Entwicklungsprojekt in diesem Staat Dahomey. Es ging um den Aufbau von Genossenschaften vor Ort und die Vermittlung von Wissen auch in der Schweiz. Und was wir hier sehen werden, also ist ein Ausschnitt aus diesem Film Aufbruch in Dahomey. Und im Mittelpunkt dieses Films steht ein Experte des VSK aus der Schweiz, der in kurzen Hosen und verschwitzten Hemd den dahomeyischen Bauern zeigt, wie sie den Boden bearbeiten soll. Die Aufgabe dieses Films war es, die Wirksamkeit der VSA-Aktivitäten und die Dankbarkeit der Einheimischen darzustellen. Der Film wurde an verschiedenen VSK-Veranstaltungen gezeigt und mindestens gewisse Zahlen suggerieren, dass am Ende von mehr als 100.000 Leuten gesehen, also von wirklich einer großen Menge Personen. Ich zeige Ihnen jetzt diesen Ausschnitt des VSK-Experten. Achten Sie darauf, wie er in Szene gesetzt wird, wie er mit der langstieligen Hacke
den Boden effizienter zu bearbeiten, zeigt Boden, für den die Bauern eine Rodungsprämie von der Regierung erhalten. Diese Prämien ermöglichen den Bauern ein bescheidenes Auskommen. Gleichzeitig bilden sie einen Ansporn zum wirklich gründlichen Roden. Mit der bloßen Verteilung des neuen Werkzeugs ist es nicht getan. Unsere Bauern stehen diesen Geräten noch völlig fremd gegenüber. Sie sind sich seit früher Jugend an die kurzstieligen Werkzeuge gewöhnt. Anfänglich empfinden sie daher die langen Stiele eher als unbequem. Dank ihrer raschen Auffassungsgabe erzielen sie jedoch bei Demonstrationen und praktischen Übungen gute Fortschritte. Sie sehen und hören hier einen sehr paternalistischen Ton. Auch das Bild funktioniert entsprechend der VSK-Experte mit dem Schweizer Sackmesser, der es hervornimmt und den Stiel spitzt, damit die Arbeit besser geht und eben zeigt, wie man richtig hackt. Das war eine Art, solche Filme zu machen, die sehr typisch war, noch in den 60er Jahren. Das hat sich dann für Ulrich Schweizer total fundamental verändert, als er eben für die Chem zu arbeiten begann. Und sozusagen die Kulmination seines Schaffens war der Film African Riviera mit Untertitel Entwicklung wohin von 1974. Das war ein Film, der in vier Kapiteln afrikanische Lebensformen thematisiert. Die ersten drei sind positiv besetzt, nämlich die Nomadenwirtschaft, das Leben in einem Dorf in der Savanne und in einem Dorf im Regenwald. Das letzte Kapitel hingegen richtet den Fokus auf die moderne afrikanische Großstadt. Zum Symbolbild für falsche Entwicklung wird ein Plakat, auf dem ein großes Neubauprojekt mit dem Namen African Riviera zu sehen ist. Was wichtig ist hier auch, ist, dass dieser Film gänzlich ohne Kommentar auskommt. Es war einer der ersten Dokumentarfilme ohne Kommentar. Anstelle eines Kommentars sprechen afrikanische Entwicklungsexperten über den Schaden solcher Entwicklungsprojekte, die keine Rücksicht auf die Bedürfnisse der afrikanischen Menschen nehmen würde. Zusätzlich zu diesen Aussagen gibt es eingeblendete Statements aus der Arusha-Erklärung des tansanischen Präsidenten Julius Nyerere. Diese Erklärung, Arusha-Erklärung, war damals und in der Entwicklungsdiskussion hier bei uns sehr populär. Sie wurde sehr häufig verwendet, um gewisse Argumente zu zeigen. Ich zeige Ihnen jetzt einen Ausschnitt ganz am Schluss des Films, wo Sie eben auch sehen, woher der Name herkommt, nämlich aus einem großen Investitionsprojekt außerhalb Abidjans. Wir sehen hier auch die Filmsprache, die Ulrich Schweizer entwickelt hat im Laufe seines Arbeitens. Er hat sehr häufig mit diesen kurzen Schnitten gearbeitet, die sehr sprechend sind. Da braucht es keinen Kommentar, um zu erkennen, dass hier der Caterpillar, der Trax, den Bauern aus dem Weg räumt, um eben eine Investition nach westlichem Vorbild zu machen, die vor allem den reichen Afrikanern und Europäern
hilft aber sicher nicht dem Bauern, der dort sein Feld bearbeitet. Nun komme ich zum dritten Berner Filmer, der etwas mit der Entwicklungszusammenarbeit zu tun hat, mit Peter von Gunten. Er ist auch Jahrgang 1941, gelernter Grafiker und Fotograf. Er hat dann auch hatte ein eigenes Grafikatelier und ein Fotografieatelier hier ganz in der Nähe. Er hat Experimentalfilme realisiert. Er wurde einer der Protagonisten des neuen Schweizer Films. Er hat Dokumentar- und Spielfilme gemacht, das machen ja nicht so viele. Und er war ein Pionier des engagierten entwicklungspolitischen Films. Außerdem, das werden einige von Ihnen wissen, war er auch Politiker. Er war eine Zeit lang im Berner Stadtrat für das Grüne Bündnis und hat sich vor allem im Zusammenhang mit den Jugendunruhen in Bern sehr engagiert. Das Thema hier ist aber sein Engagement für die Entwicklungszusammenarbeit oder für den engagierten entwicklungspolitischen Film. Und hier gilt es insbesondere diesen zu nennen, Bananera Libertad von 1971. Das war sein erster Film in diesem Feld. Der Film hat wirklich groß Furore gemacht. Es war ein Überraschungsfilm, kann man sagen. Auf verschiedenen Festivals hat er wie eine Bombe eingeschlagen, weil zum ersten Mal jemand die Entwicklungszusammenarbeitsproblematik oder Entwicklungsproblematik, nicht die Zusammenarbeitsproblematik, die Entwicklungsproblematik an sich auf diese Art und Weise thematisiert hatte. Der Film spielt in Lateinamerika in 8 Kapiteln. Erzählt er von der Ausbeutung und Unterdrückung von Arbeiterinnen und Arbeitern bzw. Bäuerinnen und Bauern in von Militärregierungen beherrschten Ländern Paraguay, Peru und Guatemala. Ich zeige Ihnen nun einen Ausschnitt relativ am Schluss des Filmes, der mit dem Titel dann etwas zu tun hat und der auch direkte Auswirkungen auf die Schweizer Entwicklungsdiskussion hatte. Das sage ich dann nachher was dazu. Sie sehen hier einen Mr. Taylor, so wird er im Film genannt, der United Fruit Company in Guatemala. Das ist diese Firma, der man mit guten Gründen nachsagen kann, dass sie zum Sturz des sozialistischen Präsidenten mit Schweizer Wurzeln Arbenz beigetragen hat, mit Unterstützung von der CIA der USA. The Guatemala division is the smallest division of the United Fruit Company's holdings in Central America. At present, we have holdings in Panama, on both the east and west coast, in Almirante and Armoyes. We have holdings in Costa Rica, on the west coast, in Gofito. And we have holdings in Honduras, at La Lima and Taylor. Our entire work force is made up of approximately 5,000 people, of which about 99.5% are Guatemalans and only 0.5% Americans from the United States. And our total production annually is around 10 million boxes of fruit, which is exported to the world markets. Im Tag fertigt diese Station 60.000 Kilo Bananen ab. Im Anbau und in der Station sind insgesamt 300 Arbeiter beschäftigt. Diesen 300 Arbeitern bezahlt die United Fruit im Tag rund 3.000 Schweizer Franken Lohn. Das sind 5 Rappen für ein Kilo Bananen. Sie sehen hier die Art, wie Peter von Gunten seine Filme, auch seine späteren Filme in Lateinamerika realisiert hat. Er hat sehr häufig verschiedene Situationen gegeneinander geschnitten, hier mit Kommentar, in anderen Filmen ohne Kommentar. Hier arbeitet er noch mit Farbe und Schwarz-Weiß. Das Interview ist zwar auch Schwarz-Weiß, aber dann kommt die Farbe, die eigentlich eine schöne Welt zeigen soll, und nachher kommt die schwarz-weiße Realität der Bäuerinnen und Bäuern, hier der Angestellten
dieser United Fruit, eben die nur 5 Rappen pro Kilo Banane bekommen. Und dieser Film, insbesondere auch dieses Wort und dieser Slogan, hat dazu geführt in der Schweiz, nachdem der Film hier gelaufen ist, dass sich in Frauenfeld die Bananenfrauen gebildet haben, eine erste Fairtrade-Organisation oder Initiative in der Schweiz, die ziemlich Furore gemacht hat und die genau das zum Thema gemacht hat. Es kann doch nicht sein, dass die Leute so wenig verdienen und wir hier auch noch so wenig für die Bananen zahlen. Es gab da einen Preiserlass bei der Migros, da gab es wirklich eine heftige Diskussion und das hat etwas angestoßen, was viel Publizität brachte und auch in dieser Bewegung eigentlich dann, diese Bewegung eigentlich so richtig erst angestoßen hat. Peter von Gunten ist diesem Thema einigermaßen treu geblieben. Zwischendurch hat er Spielfilme gedreht. Er hat aber noch weitere Filme in Lateinamerika gedreht, unter anderem 1980 den Film Terra Rubada. Hier ist das Thema Staudammbau. Der Film thematisiert die Auswirkungen des mit westlicher Hilfe gebauten Staudamms Sobradinho für die lokalen Bauern. Er kritisiert die Skrupellosigkeit der Militärregierung, die ihr Entwicklungsmodell mit Hilfe ausländischer Investoren ohne Rücksicht auf lokale Verluste durchsetzt. Und wir sehen jetzt einen Ausschnitt, wo man einen Bauern und Fischer sieht, der vertrieben wird durch den Bau des Stausees. Also wenn der See steigt, dann muss er gehen. Und dann einen Ingenieur, der für die Firma BBC oder eine Tochter der Firma BBC mit Schweizer Wurzeln natürlich arbeitet, die an diesem Staudammprojekt beteiligt war. Ainda pagava o transporte ainda para fazer a mudança. Payer votre propriété, c'est une chose. Vous aider à recommencer la vie, c'est autre chose. Eu tenho consciência de que o projeto Sobradinho representará um excelente investimento que o Brasil fez para o seu desenvolvimento. Nada se faz sem luta, sem inclusive prejudicar ou incomodar algumas pessoas. Um balanço de tudo que Sobradinho representou. O primeiro dele, que é a garantia de energia elétrica para o Nordeste até o ano 2000, esse balanço resulta um saldo altamente positivo. Peter von Gunten lässt die Leute sprechen, vorhin den Bananenmanager hier, den Ingenieur, und durch die Art, wie er sie schneidet, gegenschneidet, entlarven sie sich eigentlich selber als Ausbeuter. Das ist eine sehr effektive Methode, die auch in gewissen Dokumentarfilmen heute noch angewendet wird. Auch dieser Film war sehr erfolgreich, vor allem auch in Deutschland. Er wurde auch eingesetzt, um gegen Exportrisikogarantien von solchen Monsterprojekten vorzugehen und hat eigentlich die Diskussion, vor allem in Deutschland, in dieser Richtung befeuert. Nun komme ich zum Fazit. Mit einer kurzen Zusammenfassung und einer Frage oder einem Satz dazu, nämlich bei René Gardi. Er macht sich Sorgen um den schädlichen Einfluss des Westens auf Afrika und gibt es eine Möglichkeit, gibt es eine sanfte Entwicklung als Ausweg? Ich lasse das mal so stehen. Ulrich Schweitzer, er hatte Zweifel, ob die Orientierung am westlichen Wirtschaftsmodell eine gute Idee ist und er war für die Entwicklung oder die Etablierung eigener Entwicklungswege, wie es Nyerere vorschlug. Und Peter von Gunten, er zeigte mit seinen Filmen die Ausbeutungsmechanismen in Lateinamerika auf, die der Westen mit Konsum und Investitionen förderte. Also er appellierte auch an unsere Verantwortung. Für ihn war klar, Entwicklung braucht politische Veränderungen auf globaler Ebene. Bevor ich ganz schließe, erlaube ich mir einen Hinweis auf meine Dissertation zu machen und vor allem auf den Ort, wo Sie all diese Filme, die ich Ihnen heute gezeigt habe, finden und noch einige mehr. Wenn Sie eine Websuche machen mit Zenodo, rau bewegte Bilder, dann kommen Sie auf die elektronische Version, auf die Open Access Version meiner DIS, die heißt Bewegte Bilder für eine entwickelte Welt. Und dort finden Sie Links zu den Filmen, die auf derselben Plattform vorhanden sind. Hier rechts sehen Sie die Filmografie, die vollständig vorhanden ist. Und wenn Sie unten einen blauen Link sehen mit einer DOI, dann können Sie da draufklicken und kommen auf eine Seite, wo Sie den Film zum Beispiel Mandra, zum Beispiel Nulesot runterladen können. Und
damit schließe ich, das Buch selber ist immer noch im Handel erhältlich, können Sie natürlich auch gern kaufen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und auf ein anderes.